Unreife Halloween holt jetzt die Limited Designs von Saftig, Team Melone als Glowing Edition, Totem als All Over Print und das brandneue Turm Hochdruck Design. Außerdem gibt's Manfred Plüschtiere, Saftig Plüschtiere, den limitierten Adventskalender, neue Mystery Boxen und das neue Regenbogen-Ticket. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzig.com. Das heißt, wenn ich in die andere Richtung laufe, soll das Monster eigentlich nicht da sein, weil die sind keine Blätter mehr. Diese Sackgasse vom Innenbereich. Ah, oh mein Gott! Oh, deine Türen! Oh! Alarm! Tür Süden klemmt! Oh nein! Leute, die Tür klemmt! Leute, wie Alarm! Normal sollte das irgendwie nicht klemmen! Oh nein, was bist du? Nein! Oh. Okay. Also, ich glaube, jetzt klemmt's nicht mehr. Oh mein Gott. War das Monster tot? Das war irgendwie so eine Spinne. Oh mein Gott. Ich habe ganz vergessen, wie gruselig es nachts ist hier. Da war ein Lichtblitz. Okay. Jetzt sollten wir aber eigentlich safe sein, Leute. Weil ich glaube, außer wenn die Monster mir hinterherjagen, von alleine kommen die, glaube ich, nachts nicht hier rein, oder? Weil die einzigen Monster, die wir kennen, sind, komm, ich nenne das Monster aus Folge 1, nenne ich mal irgendwie den Hund, und das war jetzt eine Spinne. Glaube ich. Aber der ist jetzt tot. Warte, heißt das jetzt hier hinten kein Monster mehr ist in der Richtung? Also wenn meine Theorie stimmt, ist in jeder Richtung ein Monster. Oder mehrere? Hier wohnt keiner, gell? Ha, hier hat mal jemand gewohnt. Okay, Leute, ich würde mal sagen, lass mal schlafen gehen. Aber ich glaube wirklich, die kommen nicht rein. Nur wenn man die hinjagt. Vor allem, was sind das auch für Monster? Ich habe keine Ahnung. Ja, also wir kennen jetzt die Spinne, also kannten wir, weil die ist tot. Und den Hund, aber... Leute, ich würde mal sagen, ab in die Haie. Leute, es ist schon an der Zeit. Neuer Tag, neuer Schmerz im Labyrinth. Ey, diese Glocken. Leute, wo sind die eigentlich? Türen auf? Türen auf! Geil! Ey, Leute. Was geht hier eigentlich in dem Projekt ab, Leute? Es muss doch eigentlich ein System sein. Leute, denkt mal logisch. Irgendjemand muss ja dahinter stecken. Also laut diesem Typen aus Folge 1 war es ja... Das Auge, es überwacht und kontrolliert und macht nachts in dein Bett. Nee, keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung, Leute. Okay, warte, ich habe eine Idee habe ich jetzt gerade. Warte mal, davor. Wo ist die Kiste? Leute, wir haben letzte Folge hier eine Kiste bekommen mit Items, wie einen Kompass, einem Boot, was rot ist, laut Manfred. Warte, ich will jetzt mal hier was checken. Ist das Monster wirklich tot? Die Spinne. Ich sehe schon kommen, am Ende von Labyrinth haben wir eine ganze Monstersammlung, wie damals Labyrinth mit dem Beobachter und dem Kriecher und dem Kopf mit Beinen und dem, keine Ahnung. Oh! Ja, also Leute, wenn ihr mich fragt, eigentlich bin ich schon Monster-Experte, ja. Ich würde sagen, dieses Teil lebt nicht mehr. Weil wenn hier zwei gigantische Wände mich zerpressen würden, ja, ich glaube, dann wäre nichts mehr übrig. Okay, alles klar. Es sei denn, das Monster dachte ich, ja, ich habe eine Ketchup-Dose mit, aber ich glaube nicht, dass das hier... Okay, alles klar. Leute, folgendes, hört mir zu. Meine Theorie, was ist... Okay, angenommen, in jeder Richtung ist ein Monster. Und wir gehen mal davon aus, dass die Monster von einer Seite nicht bis zur anderen rüberlaufen. Das wäre zu weit, glaube ich. Dann müsste jetzt hier kein Monster mehr sein. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Weil das war das Monster hier, diese Spinne. Letzte Folge, gegenüber in der Richtung, war, glaube ich... Der Hund.
der mich bisher rein verfolgt hat, bis zu Manfreds Haus, erinnert ihr euch? Was in der Richtung ist, keine Ahnung. Was hier drüben ist, auch keine Ahnung, ja? Aber hier sollte es jetzt tot sein. Also die Monster sind sterblich, aber ich habe keine Waffen, also ich kann nichts gegen das Monster eigentlich ausrichten. Aber interessant, Leute. Alle Leute, alle Leute von euch, die Theorien schreiben, wir sind schon mal einen Schritt weiter, ja? Einen Schritt weiter, vollständige Honig-Labyrinth-Stoppschildartige Konstruktion zu schaffen. Leute, Manfred ist so komisch, ja? Apropos Manfred, ja? Ich habe schon gesehen, ultra viele von euch haben sich Manfred schon geholt. Wenn ihr einen eigenen Manfred haben wollt, warte. Bist du Labyrinth? Warte, bist du Stoppschild? Dann hol dich ein Manfred Plüschtier. Könnte ich vorbestellen, wird Ende Oktober versendet hier. Nur 1500 Stück hier. So wird Manfred produziert. Und nur eine Welle, ja? Wenn die Welle aus ist, kommt keine weitere mehr wie bei Saftig. Bei Saftig ist schon die zweite Welle. 1000 Stück nur bei Saftig Plüschtier. Dann sind die auch schon immer weg hier. Und Billy gibt es auch schon wieder zum Vorbestellen. Die anderen Plüschtiere wie Titus, Tito und Totem gibt es immer noch im Shop hier. Und limitiert. Ich glaube, jetzt nur noch 3,5 Wochen oder so, irgendwas in die Richtung. Die 4 Designs von Turm als Hochdruck mit Billy, Baby Chaos Room, Manfred, Titus und allen Charakteren hier drauf. Saftig Geist hier, Tote Magma, Zimmelone, Kürbis hier. Leute, keinen Spaß. Weil ein paar gefragt haben, Flo, warum Kürbis? Du magst doch keine Kürbisse. Es ist eine Verkleidung, ja, versteht ihr? Kürbis sind böse und gruselig, deswegen verkleidet sich die Melone als Kürbis. Und nicht verpassen den Adventskalender, ja. Seitdem ich die letzte Folge gesagt habe, haben wieder so viel mehr bestellt, Leute. Also wenn noch einer gattern wollt hier, bestellt jetzt, sagt euren Eltern heute, weil es kann sein, dass es bald schon zu spät ist, ja. So geil hier mit allen drauf hier. Ich glaube, es sind immer Blocky, Galactonos, Dings, Franzl von damals. Manfred ist auch drauf, sogar Arnie ist drauf. Richtig, richtig geil. Okay, soll ich hier was auslagern? Ich glaube nicht, Leute. In der Zwischenzeit holt... Hol ich, wie gesagt, die Designs aus der Shop zu kommen. War das der... Ja, Leute, neue Lieferung. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich eine Nacht überlebe, bekomme ich eine Belohnung. Ist es so? Die Kiste schaut neu aus. Hey, ist nichts drin. Hey, soll es irgendwie ein Streich sein? Oder hat irgendjemand anders geklaut? Alarm? Achso, Manfred, stimmt. Manfred, hast du hier was geklaut? Nee, gell? Nee, Manfred kam auch jetzt gerade erst. Manfred, Alarm. Ah ja, stimmt. Manfred, Türstopp. Ja, Manfred, hör mir zu. Ich habe das absolut Wildes erlebt gestern. Also ich bin rein in die Richtung, Manfred. Ja, weil die Logik war, wenn hier ein Monster ist, vielleicht ist hier keins. Aber es war doch eines da, Manfred. Es war so eine Spinne. Eine richtig dicke Spinne mit einem Hirn hinten. Und... Warum Tür? Ja, keine Ahnung, Manfred. Und dann bin ich hier hingerannt. Komm mal mit, komm mal. Ich zeig's dir. Dann bin ich hier hingerannt, Manfred. Und die Tür hat geklemmt. Die Tür ging nicht zu. Da stand irgendwie Alarm, Alarm. Bitte treten Sie zurück, gegen sowas. Und dann ging die auf einmal doch zu. Aber die Spinne hat es nicht gecheckt. Und dann ist sie rein und dann... Ist Türlabyrinth? Ja, Manfred, eigentlich ist die Tür Teil des Labyrinths. Also eigentlich ist Türlabyrinth, Manfred. Tür ist Labyrinth. Ja, das ist Blut. Das ist die Spinne. Was? Ja, Manfred, die Tür ist Teil des Labyrinths. Ich meine, die Tür ist nicht das Labyrinth, aber die ist Teil. Ja, ist nicht so schwer zu verstehen. Und meine Theorie ist, Manfred... Du musst keine Angst haben. Meine Theorie ist, dass jetzt hier kein Monster mehr ist. In der Richtung. Weil es ist tot. Manfred! Rot! Minecraft! Boot! Rot! Ich weiß nicht, warum ich Minecraft gesagt habe. Manfred! Lol, stimmt, Manfred und Minecraft hört sich irgendwie ähnlich an. Ich muss mal ein Projekt machen, Minecraft Manfred. Ja, das ist dann so ein richtiger Zungenbrecher. Manfred! Boot! Boot rot! Manfred, komm nicht jetzt Musik! Ein Banjo! Guck mal! Honig-Banjo für dich! Was ist mit dir eigentlich? Honig? Ja, Manfred, guck mal! Warte mal, bin jetzt Honig ich? Weil ich glaube, er hat mich irgendwann auch mal Honig genannt, also. Manfred, alles cool! Monster ist nicht da! Manfred Plüschtier ist safe! Alles gut! Ich glaube, Alter, warum war das denn ein Stoppschilder? Honigturm? Also stimmt. Ja, Leute, das Honigturm-Design, wer kennt's denn nicht mit Manfred hier? Ist Turm Honig? Ach, nee, der ist einfach nur Cape Manfred. Aber Leute, wenn ihr euch den Honigturm holen wollt, shop.kasuzi.com hier. Ihr kriegt zu jeder Bestellung ein Regenbogen-Ticket gratis zum, was ihr aufrubbeln könnt mit der Chance, mich in echt zu treffen, Leute. Und, wie gesagt, Glowing-Edition von Team Melone nicht vergessen. Ich dachte, das ist Manfred.
Fred Mann? Ja, das ist dein Name rückwärts. Guck mal hier, das könnt ihr mal switchen. Hier. Halloween Turm. Manfred, warum hast du eine Brille auf? Jetzt siehst du so schlau aus. Stopp! Ja, Manfred, bist du jetzt ein Verkehrspolizist oder was? Stopp! Okay, alles klar, Manfred. Stopp. Super. Alles klar. Manfred, ich wollte dich was fragen. Willst du mit mir ins Labyrinth gehen? Ist Stopp Labyrinth? Nein, Manfred, ich meine ins echte Labyrinth. Manfred, warum baust du dir Millionen Stoppschilder? Hauptsache, guck mal hier. Ich sehe es gerade erst. Manfred hat hier alles aufgebaut von, was er jemals hatte. Erinnert ihr euch? Warte, Labyrinth? Ja, guck mal, das ist die Box mit Rüstungsmusik aus Minecraft Yeti. Die Box aus Minecraft Paradox mit der Retro-Musik. Honig. Und was schreibt Manfred? Ist das ein Tagebuch? Was? Manfred! Ah! Manfred, wir haben jetzt keine Zeit für Party! Wobei ich schon sagen muss, dass das schon ein richtiger Banger ist, Leute. Ey, Leute. Wenn eins Manfred gut kann, ist es geile Musik hören. Also richtige, so richtige Hardstyle-Musik. Okay, Manfred, stopp hier. Stopp. Nimm die Musik mit. Manfred, wir gehen jetzt ins Labyrinth. Ja, Labyrinth, komm mit. Ja. Ich sag's dir, ich glaube, Taktik ist, wir gehen in die Richtung. Weil, da ist jetzt angeblich kein Monster mehr. Okay, und Manfred, hast du hier Sachen rausgenommen? Oder hat die irgendjemand geklaut? Oder haben die uns einfach im Spaß hier eine leere Kiste geschickt? Keine Ahnung. Okay. Wenn du irgendwas hörst, Manfred, dann musst du mir Bescheid sagen, okay? Weil es ist unbekannt. Ich weiß nicht, wie lang dieses Labyrinth weitergeht. Ich weiß nicht, ob es einen Ausgang gibt. Ich weiß eigentlich gar nichts hier. Ja, Manfred, keine Angst. Ich glaube, Manfred war noch nie im Labyrinth, oder? Manfred, wenn du Angst kriegst, dann Boot rot. Warte, was? Ich weiß nicht, Manfred, das macht irgendwie keinen Sinn, aber ist jetzt egal. Komm jetzt, wir gehen nach links. Ich glaube, hier war ich letztens. Labyrinth? Ja, Manfred, das ist ein Labyrinth, okay? Warte, und jetzt eine Taktik, Manfred. Taktik. Ich werf hier. Die darfst du nicht aufsammeln, Manfred. Die müssen hier liegen bleiben. Ist Labyrinth Labyrinth? Ja, Labyrinth ist Labyrinth, Manfred. Richtig. Warte, geh du vor. Ich muss die mal hinten werfen. Okay. Und nicht aufsammeln. Manfred, komm mit. Es ist safe. Das Monster ist gestorben, die Spinne. Okay, wir müssen uns nur merken. Angst. Oh. Ey, Manfred, alles ist gut, okay? Ich habe ein Banjo. Manfred, nicht aufsammeln. Wir müssen sie liegen lassen. Sonst weiß ich nicht, wo wir herkommen. Okay, komm her. Warum? Manfred, nein! Lass die da vorne liegen! Das ist, damit wir wissen, wo die Spur hinführt. Wo wir raus müssen. Manfred, Honig? Nein, das ist kein Honig! Lass die liegen! Sonst sind wir für immer eingesperrt. So, komm. Und wo war ich letztens? Ich glaube, ich war da. Also, wir gehen jetzt hier lang. So. So, zack. Ist Honig-Labyrinth. Manfred, deine Fragen machen nicht viel Sinn. Ist dir das schon mal aufgefallen? Komm jetzt mit hier. Sonst wird's Nacht. Schnell. Manfred, Nacht. Böse. Okay, Manfred, bleib bei mir. Okay. Manfred, das habe ich letztens auch gehört. Das war das Geräusch der Spinne. Ich weiß nicht, ob es mehrere Spinnen gibt. Okay, ist eine Sackgasse. Also hier nicht rein. Was? Ja, Manfred, ich weiß noch nicht, ob die Spinne die einzige war. Manfred, nicht aufsammeln. Warte, Käfer? Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es ein Käfer ist. Komm jetzt mit hier. Warum Käfer? Ich weiß nicht, warum die Käfer hier drin sind. Okay, Sackgasse, Manfred. Jetzt darf ich die aufsammeln, jetzt müssen wir zurück. Und wir gehen jetzt geradeaus, okay? Komm mit. Hier. Hier ist Sackgasse. Okay, Leute, ich glaube, wir kommen jetzt langsam tiefer rein. Manfred, komm. Lass es liegen. Manfred, denk dran. Du brauchst den Arzt, ja? Der hat ihm gesagt, du hast nicht mehr lang zu leben. Also, wenn wir drin bleiben, hast du legit nicht mehr lang. Komm mit, Manfred. Ey, war ich schon mal so tief drin? Hier ist die Mauer kaputt. Ja, Manfred, komm. Weil, Leute, wir haben immer noch hier das Grünzeug, die Blätter. Und, Leute, wenn wir eins gelernt haben, Blätter heißt es nah am Innenbereich. Irgendwie, weil dort irgendwie, Wasser ist und Wasser, keine Ahnung, lässt das wachsen?
I don't know. Und was ist hier? Lol. Hey, Manfred, hä? Okay, okay, okay. Was ist das, eine Tür? Oder so? Hier ist irgendwas. Also drüben geht's weiter. Manfred, du hast nicht zufällig einen Schlüssel dabei, einen Schlüssel? Schlüssel? Ey, super komisch. Oder ist irgendwas dazwischen? Nee, gell? Also für mich wirkt es wie eine Tür. Aber ich weiß, wie man die aufkriegt. Manfred, ganz ruhig. Items liegen lassen. Und mitkommen. Warte, was hast du da? Achso, du hast ein Manfred-Plüschtier. Ah, Leute, Manfred. Okay. Hier ist die Mauer wieder kaputt. Alter, hier geht ja in Millionenrichtungen. Oh, Manfred? Manfred! Komm jetzt! Manfred? Manfred ist nicht witzig! Oh nein, wo ist er denn? Wo ist er denn? Warte mal. Leute, der war doch hinter mir! Manfred! Ich glaube, zurück ist er nicht, weil die Sachen liegen noch da. Oh, oh, was zum? Warum? Manfred, was zum? Warum hast du jetzt nichts mehr? Leute, Manfred. Manfred, warum? Ja, das ist die Frage. Manfred, warum? Bist du Labyrinth? Zieh dir wieder was an, Manfred. Was, wenn ich ein Monster sieht? Ich meine, vielleicht fällt es dann vor Schreck direkt um. Das wäre okay. Ja, okay. Alles klar, Manfred. Komm jetzt mal mit hier, Manfred. Leute, ich will ihn gar nicht anschauen. Ich weiß nicht, manchmal nicht. Ich weiß manchmal echt nicht, was mit Manfred falsch ist. Manfred, denk dran, die Dinger. Ja. Manfred, was? Ja, ich weiß nicht, was. Okay. Dann gehen wir halt hier lang. Warte mal, so, zack. Hier. Und jetzt komm, mit hier. Lauf mir nach. Wir müssen den Ausgang finden. Links, rechts, ich glaube links. Manfred, nein! Ah! Okay, Manfred, lauf! Lauf, 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 lauf! Wobei war der? Es könnte sein. Psch, bleib noch hier, Manfred. Fred, Mann! Manfred, alles cool! Ich habe noch nichts gesehen. Es könnte sein, dass es hinter der Wand war. Und wir es durchgehört haben. Komm mit. Merkt ihr mal die Dings? Honig? Ja, ich habe keinen Honig mit. Das hättest du dir selber mitnehmen sollen. Manfred, komm jetzt, komm jetzt. Wir müssen einen Ausgang finden. Hier ist wieder viel verwachsen. Hier sind kaputte Steine. Leute, ich glaube, kaputte Steine ist ein gutes Zeichen. Oh. Leute, warte. Warte, sind wir mit dem Kreis gelaufen? Einmal hier, Manfred? Stopp! Manfred, das ist doch kein Ausgang! Da sind wir hergekommen! Das ist nicht neu! Okay. Hey, was? Okay, Manfred, komm zurück! Ich kann nicht alleine! Wisst ihr, wenn man Manfred im Team hat, ja, dann braucht man gar keine Feinde. Ist egal. Okay. Das dann denkt, dann gehe ich jetzt halt alleine weiter. Weil, Leute, Faustregel, wir haben kein Monster gesehen. Wir haben nur Geräusche gehört. Ja? Die Geräusche könnten fake sein, ja? Vielleicht sind hier Lautsprecher eingebaut. Keine Ahnung, Leute. Okay. Ich habe Musik. Und ich habe keine Angst, die zu benutzen, gell? Hier war ich noch nicht. Hier ist eine ganze Mauer eingestürzt. Leute, seht ihr das? Warte, bevor wir wieder lang gehen, ich schau nochmal hier. Da können wir ein andermal lang. Ich will jetzt mal hier schauen. Okay. Wir kommen anscheinend näher. Warte mal. Ganz wichtig. Ich darf niemals vergessen hier. Hier. Meine Münzen zu werfen. Okay. Hier ist ein Totenkopf. Okay. Wir haben noch drei Münzen. Leute, ich lass mich nicht einschrecken. Ist noch Tag. Was ist hier passiert?
Hebel so ein ganzes Teil herausgebrochen. Hier ist ein Buch. Okay, merkt ihr die Münzen flogen? Also Leute, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich bin sehr überzeugt, dass der Typ nicht mehr ganz lebendig ist, ja? Aber ich glaube, der Tier... Es war nie echt. Es ist nicht echt. Ist nicht echt, ist nicht echt, ist nicht echt, ist nicht echt. Ich will zurück. Ich vermisse meinen Hund. Das ist das irgendwie eine Art Tagebuch von dem? Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Es ist zu viel, zu groß. Es gibt keinen Ausgang. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Leute, was? Es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Immer weiter. Immer weiter. Die Stimmen, sie hören nicht auf. Ich kenne den Weg nicht. Ich weiß den Weg nicht. Ich habe keinen Plan. Das ist das Ende, mein Ende. Ich bin am Ende. Es gibt kein Ende. Leute, was? Ich glaube, der ist schon länger sich im Labyrinth. Die Kreaturen kommen immer näher und näher und lauter und bösartiger. Ich habe es gesehen. Sie werden größer und größer und größer und größer. Und weiter raus und schneller. Und Blut, so viel Blut. Immer mehr Blut. Mein Blut. Ich habe kein Blut. Mehr. Kein Blut. Alter, meine Stimme. Nichts macht Sinn. Das Labyrinth macht keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Ich habe Angst. Ich schwitze. Ich weine. Ich bitte um Gnade. Doch es geht immer weiter und weiter und weiter. Ich habe kein Geld und kriege kein Geld. Ich will nur raus hier und raus. Ey Leute, der Typ scheint schon lange hier drin zu sein. Das Labyrinth frisst mich und verdaut mich. Ich spüre es und höre es. Es will mich fressen. Ich kann es riechen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich höre das Auge, das Auge. Es kommt. Und zieht. Und blablabla. Irgendwas anderes? Okay, und hier ist noch irgendwas Komisches? Leute, der Typ hat nicht mal das im Schrank. Was? Und hier ist alles so komisch. Warte, war hier der Ausgang? Ah! Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott, der ist schnell! Nein, die Sackgasse! Ah! Oh mein Gott! Es hinter mir, oder? Es hinter mir, oder? Es hinter mir, oder? Okay. Münzen, 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 Münzen. Oh nein, oh nein, oh nein. Kommt der? Ich höre nix. Ah, doch, er ist hier. Okay, Leute. Ich weiß warum. Oh mein Gott, es wird dunkel. Lauf, lauf, lauf. Okay, Weg. Ich glaube, wir waren nicht so weit. Hier. Das ist es! Schnell, 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 schnell! Alles recht dunkel, die Türen sind bestimmt gleich zu! Oh nein! Lauf! Oh mein Gott! Okay. Heute klemmt es zum Glück nicht. Alter Leute, war das! Leute, meine Stimme macht richtig schlapp, ich weiß nicht warum. Dieser ganze Stress vom Labyrinth hier. Die Angst. Alter, wir waren jetzt richtig knapp. Ich habe schon die Glocken gehört. Oh mein Gott, jetzt habe ich nur noch 9 Münzen. Warte mal. Da bewegt sich was. Manfred? Manfred, bist du das? Da steht jemand. Manfred? Honig? Manfred, bist du Labyrinth? Sag irgendwas. Manfred? Leute? Das ist nicht Manfred! Bereit für Halloween? Dann hol dir jetzt die Limited Designs von Saftig, Team Melone als Glowing Edition, Tote was All Over Print und das brandneue Turm Hochdruck Design. Außerdem gibt's Manfred Plüschtiere, Saftig Plüschtiere, den limitierten Adventskalender, neue Mystery Boxen und das neue Regenbogen-Ticket. Limitiert nur jetzt auf shop.casualty.com.